Moinsen, Freunde der Sonne, heute komme ich mal mit einem etwas anderen Anliegen zu euch, denn ich habe ein paar Fragen. Ihr habt uns die letzten paar Monate sehr viel Feedback gegeben, mit dem wir arbeiten möchten. Erstens möchte ich mich mal bei euch bedanken, dass ihr uns so tolles Feedback gebt bezüglich kleiner Fehler, die wir gemacht haben, um die Videos noch besser zu gestalten. Sprich, beispielsweise haben wir am Sound ein, zwei kleine Probleme gehabt in der jüngsten Vergangenheit. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt mit dem Licht. Und das haben wir jetzt mittlerweile etwas angepasst und auch etwas besser gemacht. Und wir haben jetzt eine ewig lange Checkliste gemacht für Dinge, die ich persönlich nicht vergessen darf beim Videos aufnehmen, weil das hier ist für mich alles noch so ein bisschen Neuland und ich lerne hier jeden Tag dazu. Und so haben wir beispielsweise ein bisschen was am Licht gemacht, dass wir ein bisschen mehr Licht für euch haben, dass das Bild ein bisschen besser wird, weil in der jüngsten Vergangenheit habt ihr euch sehr oft darüber geäußert, dass die Videos sehr dunkel sind. Daran haben wir gearbeitet. Wir haben ein bisschen daran gearbeitet, dass die Kameras immer an denselben Positionen stehen bezüglich, naja, wir haben hier ein paar Striche auf dem Boden jetzt und ich weiß, wo ich stehen muss etc. pp. Wir haben dieses Problem oder das Problem mit dem Autofokus nicht mehr. Das haben wir jetzt auch weggemacht. Am Ton müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Da ist definitiv noch ein bisschen Luft nach oben, damit das für euch da draußen etwas angenehmer wird. Des Weiteren habe ich eine kleine Frage an euch und zwar folgendes. Paul und ich haben uns darüber unterhalten, wie wir das jetzt hier mit dem YouTube-Kanal weitermachen. Aktuell ist es ja so, dass wir alles, was mit Racing zu tun hat, ob es Reactions sind und Reviews sind oder Unboxings, sind alle hier auf diesem Kanal. Und Paul hat in den Raum geschmissen und hat sich gefragt, ob es eventuell sinnvoll wäre, die ganzen Reactions auszulagern auf einen anderen Kanal. Weil ja doch über die Zeit jetzt ein bisschen Feedback gekommen ist, dass der ein oder andere das nicht so cool findet, dass hier 7 Tage die Woche Videos kommen. Und zwischendrin noch Reactions sind, die ihn wahrscheinlich gar nicht so interessieren. Deswegen würde mich das mal interessieren, wie ihr das seht. Möchtet ihr gerne, dass die Reactions ausgelagert werden auf einen eigenen Kanal, dass ihr euch die angucken könnt? Oder ist euch das grundsätzlich erstmal egal und wir können alles hier lassen? Für uns persönlich macht das ehrlich gesagt nicht einen großen Unterschied. Wir möchten das halt so schön wie möglich für euch gestalten, dass jeder oder zumindest ein Großteil der Zuschauerschaft glücklich ist. Also schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Diesbezüglich wird es auch noch eine Umfrage geben im Community-Tab, da könnt ihr auch noch mal voten, weil wir würden uns gerne über euer Feedback freuen, dass wir das hier noch ein bisschen angenehmer gestalten können. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, weil Menschen haben sich in den letzten paar Monaten auch geäußert darüber, dass sie Unboxings nicht so schön finden, weil sie das irgendwie nicht interessiert und die Reviews dazu meistens immer ein bisschen später kamen. Das haben wir uns auch auf die Flagge geschrieben. Und haben jetzt überlegt, dass wir das ein bisschen anders gestalten werden. Also ich möchte die Unboxings drinne behalten, weil ich persönlich sehr viel Spaß habe daran, die Unboxings zu sehen. Und ihr könnt meine rohen Emotionen am Anfang sehen, wenn ich die Pakete aufmache oder die Sachen auspacke. Und ich das persönlich sehr wichtig finde, dass sowas drinne ist. Da gab es aber eine ganz kleine Änderung. Wir werden jetzt die Unboxings zwar aufnehmen, aber wir werden sie nicht releasen, wenn nicht klar ist, wann die Review dazu rauskommt. Weil wir im Dezember beispielsweise habe ich die SimMagic-Pakete ausgepackt, die ich vom SimRace-Shop bekommen habe. Und ihr habt leider erst im Januar bzw. Anfang Februar die Reviews dazu bekommen. Das werden wir demnächst anders gestalten. Also ich werde die Pakete bekommen, ich werde die Sachen auspacken. Aber bevor ich die Review nicht aufgenommen habe, wird es das Unboxing nicht geben. Das heißt also, ich muss auch nicht die ganze Zeit eure Fragen beantworten, was wann kommt. Was überhaupt nicht schlimm ist, das möchte ich hier an der Stelle überhaupt nicht kritisieren. Das ist für mich nur ein Feedback, dass ich da oder wir an der Stelle, nee, ist schon ich, dass ich an der Stelle ein bisschen besser hausieren und planen muss, damit das etwas sinnvoller für euch da draußen erscheint. Und das werden wir auch in naher Zukunft diesbezüglich besser gestalten. Ich habe jetzt beispielsweise auch schon ein Produkt hier zu Hause, was ich ausgepackt habe. Unboxing ist da. Aber ich kann es aktuell noch nicht fertig reviewen, da es da noch ein, zwei Probleme mit der Software gibt. Also an der Stelle könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sinnvoll findet, ob ihr es cool findet oder ob euch das größtenteils einfach egal ist. Und das ist so der Stand, den wir aktuell hier fahren und was wir demnächst ändern möchten. Also bitte tut mir einen Gefallen. Wir machen das hier nicht nur für uns, sondern auch mit für euch. Und wenn wir das angenehmer gestalten können, lasst uns das bitte gerne wissen. Wir würden uns da sehr drüber freuen. An der Stelle möchte ich mich auch bei euch allen mal bedanken, dass wir in einem Jahr über 11.000 Abonnenten geschafft haben auf YouTube. Das ist für mich ein sehr großes Ding. Ich hätte niemals erwartet, dass so viele Menschen sich das hier angucken, dass so viele Menschen Kommentare schreiben, interagieren mit den Videos und sich das
ja, zu Gemüte führen in ihrer Freizeit. Also an dieser Stelle ein ganz großer Kuss geht raus an euch da draußen und vielen, vielen lieben Dank. Des Weiteren möchte ich mich auch bedanken bei den ganzen Kanalmitgliedern, die das Ganze hier auch noch übers Schauen und Interagieren hinaus bewerten und unterstützen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und das weiß ich sehr zu schätzen und das hilft uns sehr auf dieser Reise, denn wir haben hier noch ein bisschen was vor auf YouTube, also Paul und meine Wenigkeit. Und das hilft uns dabei, in Zukunft noch ein paar Sachen besser zu gestalten, ein bisschen noch in die Technik zu investieren, dass das Ganze hier noch ein bisschen hochwertiger wird. Ansonsten würde ich euch darauf hinweisen, dass ich jeden Tag bei Twitch streame, bis auf Montag, also Dienstag bis Sonntag ist der Stream immer live. Und ich möchte euch auch sehr, sehr gerne darauf hinweisen, dass ich eine Homepage habe seit geraumer Zeit, wo wir alles sammeln, was rund um Simracing bzw. Videos zu tun ist. So findest du beispielsweise dort auch die ganzen Settings, die ich im SimHub habe, meine Settings zu den Wheelbases bzw. Wheels. Da sind alle Review-Videos aufgelistet, die du dir angucken kannst. Also falls du hier in diesem ganzen Wirrwarr irgendwann mal nicht durchsehen solltest, ist die Homepage definitiv eine gute Adresse für dich, wo du alles findest, was du suchst auf einen Schlag. Das war das heutige Video und ich möchte mich auch wieder mal für deine Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön, dass du dir das angesehen hast. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag und ich hoffe, die Kommentarsektion wird glühen. Lass es dir gut gehen. Bis zum Dancen. Haus rein.